Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute mal wieder in meiner wunderschönen Gammelecke und habe wieder mal so ein bisschen in meinem Sessel, weil zurzeit finde ich es einfach gerade wieder richtig schön, in dem Sessel zu sitzen. Und ja, ich dachte jetzt, wo ich gerade letztes Mal ein Video mitten im Gang gemacht habe, kann ich ja jetzt heute mal ein Video machen in meinem Sessel. Gut. Okay, man wird es mir jetzt gerade nicht anmerken, weil ich gerade wieder fröhlich bin, aber heute war nicht mein Tag. Ich bin heute wirklich so an einem Tag gewesen, wo ich am liebsten nur geschrien hätte, nur irgendwas in die Ecke geschmissen und ja, irgendwie ist heute alles bei mir schief gegangen und ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat. Naja, wahrscheinlich schon mit dem Aufstehen. Tut mir leid, aber ich bin so aufgestanden und die erste Geschichte, die mir passiert ist, ich bin volle Kanne mit dem Gesicht gegen unseren. Also, ich habe so diesen Schrank und der hat so eine Ecke und immer wenn ich aufstehe, klatsche ich voll mit dem Gesicht gegen diese Ecke. Und ja, das ist dann echt bescheuert. Ich weiß echt nicht, wie ich das immer mache. Ich gehe dann immer meine ersten paar Schritte und dann batsch voll auf diese Schrankecke drauf. Ja, dann ist es weitergegangen mit, dann habe ich mir Zähne geputzt und während dem Putzen so, au, volle Kerne, habe ich mir irgendwie hier an die Seite die Zahnbürste gerammt. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat. Das war dann auch so dieser, oh nee, nicht auch noch, Moment. Dann ist es weitergegangen mit, dass ich über unsere Ofentür, die zu war, gestolpert bin. Also wie ich das hingekriegt habe, da wüsste ich jetzt wirklich gerne. Ja, dann ging es weiter mit, dass ich von der Technik-Hotline eine Antwort bekommen habe, die mir überhaupt nicht gepasst hat, wo ich am liebsten dann gesagt hätte, oh nee, nicht auch noch. Und ja, dann die übernächste Sache war, dass ich dann einfach bloß noch auch noch Sonnenlicht aufgetaucht ist und dann irgendwann war es mir einfach nur noch viel zu viel und ich habe mir gedacht, so dieses einerseits mich mit der Hotline rumschlagen müssen im Sommer, wenn es Licht ist und wenn es hell ist und darauf hat man überhaupt keine Lust und das will man auch nicht und das muss man auch nicht. Da habe ich mir auch gedacht, so, oh, ich gebe jetzt auf, sei's drum, dann läuft halt die Garantie, die nur noch einen Monat ist, ab. Dann ist es jetzt halt so. Und dann habe ich wiederum einen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, nee, nee, so geht's überhaupt nicht. Du ziehst jetzt durch und du machst das jetzt. Und dann habe ich auch irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich so verzweifelt war, wo ich einfach gesagt habe, weil mein schlechter Tag hat nicht heute begonnen, der hat schon gestern begonnen, wo ich die ganze Nacht auf was warten musste und nämlich, dass der Akku leer war und der wollte und wollte nicht leer gehen, was er sonst immer nach einer Stunde tut. Und dann habe ich mir so gedacht, oh nee. Ausgerechnet dann, wenn man uns bräuchte, wenn man müde ist und dann will der Akku nicht leer gehen. Und dann habe ich auf jeden Fall gestern Nacht schon mit meiner Mutter gesprochen und heute haben wir dann nochmal zusammen das besprochen. Und sie hat mir dann auch ihre Unterstützung und ihre Hilfe angeboten und auch gesagt, sie wird auf jeden Fall mit mir helfen, so gut sie kann. Und ja, das hat dann der erste Druck weggenommen und jetzt fliegt hier eine fette Motte rum. Entschuldigt. Aber wisst ihr, das ist jetzt so volle Kanne. Gott, entschuldigt. Ja, das ist jetzt gerade auch noch so ein Ding. Jetzt fliegt hier auch noch eine Motte rum. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was macht man, wenn man so einen total schlechten Tag hat, wenn es bei einem irgendwie überhaupt nicht gut läuft? Und ja, mein erster Tipp für euch da draußen ist, also ich für meinen Teil, ich mache dann Dinge, die ich gerne tue. Oder das Erste ist, ich stelle mich irgendwo hin und stelle mir vor, dass ich einfach nur schrei. Schrei wie am Spieß. In meinen Gedanken mache ich da nichts anderes als dastehen und schreien. Einfach nur, wenn es sein muss, eine Stunde dastehen, innerlich und schreien. Und dann meistens ist erstmal dieses, man ärgert sich, weil das ist ja immer das Doofe, wenn der Tag schlecht läuft, ärgert man sich. Und dann ist das erstmal weg. Dann habe ich angefangen, heute auf jeden Fall auch was zu backen. Ich habe heute Blätterteigtaschen gemacht mit Nutella befüllt. Die sind recht gut geworden, zum Glück. Hätte ich es mir schon mal angebrannt. Also, das war dann auch so ein Ding, wo ich gesagt habe: Oh nee, wenn es jetzt noch anbrennt, dann gehe ich ins Bett und stehe gar nicht mehr auf. Aber sie sind zum Glück gut geworden.
Dann verbringe ich etwas Zeit mit meiner Familie. Das kann dann auch so hilfreich sein. Und es kann dann auch wirklich einem so diese, ja, die Anspannung wegnehmen. Und dann habe ich angefangen, hier dieses Video zu drehen. Und komischerweise, immer wenn ich anfange, Videos zu drehen, werde ich so total happy. Meistens kurz bevor ich die Kamera anmache, bin ich noch so voll nervös, so voll nach dem Motto, oh Gott, was sage ich euch, was erzähle ich da draußen? Ich will ja, dass es irgendwie hilft. Ich möchte aber auch. Autsch. Ich möchte aber auch, dass ihr teil, dass ihr mitbekommt, so was in meinem Leben ist und so ein bisschen, ja, daran teilhaben könnt. Und ich möchte aber auch andererseits nicht irgendwie so total nur in der Ecke rumlabern, so ohne irgendwie was zu sagen. Und dann bin ich meistens so nervös, ob ich das hinbekomme. Bisher habe ich es immer auf den ersten Versuch hinbekommen, komischerweise. Aber ich habe furchtbares Lampenfieber. Wobei mir da jetzt eine Geschichte einfällt, wenn wir bei Sachen sind, die nicht gut gelaufen sind. Ich war ja mal wirklich bei uns an der Schule, gab es eine Theater-AG. Und ich wollte etwas mehr Selbstbewusstsein erlangen. Hatte ich damals schon sehr viel, aber wollte ich noch mehr. Und also dann wollte ich eben so ein bisschen daran teilhaben. Und dann habe ich da eben mich dann angemeldet. Wir hatten auch auf Probe. Alles lief gut. Probentechnisch war ich top. Und dann am Tag der Premiere, dieser Vorhang geht hoch und ich habe wirklich in dem Moment so innerlich, ich habe wirklich an dem Tag davor nichts anderes mehr gemacht, als kaum schlafen können. Ich war so ein Nervenwrack. Und das Schlimmste für mich war dann an dieser ganzen Geschichte, es ist gut gelaufen, als ich dann auf der Bühne stand, aber die Zeit davor und danach, weil danach habe ich mich dann zerrupft nach dem Motto, was ich alles falsch gemacht habe und überhaupt, und das habe ich falsch gemacht und das habe ich falsch gemacht. Und davor habe ich mir den Stress gemacht, was, wenn du das und das falsch machst? Und das ist irgendwie sowas, ich bin immer noch, ich habe immer noch bei allem, was ich tue, total das Lampenfieber. Und ich weiß, es klingt jetzt komisch, weil es nur eine Kamera ist, aber auch wenn ich nur mit Leuten spreche oder so, kriege ich meistens total das Lampenfieber, werde aufgeregt und ja, dann fange ich an zu labern, wie jetzt gerade. Ja, und ja, auf jeden Fall dann, was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe mich dann etwas abgelenkt und habe ein bisschen ein Spiel gespielt, habe einfach mal so versucht, dann das zu machen. Dann habe ich mit meiner Mutter gesprochen, was wir machen jetzt genau, um ja, das Problem zu lösen. Wir sind dann auf die Lösung gekommen, wir schicken es jetzt ein und gucken mal. Und dann habe ich noch etwas Zeit verbracht mit meiner kleinen Pistache. Ihr wisst schon, meine kleine Issy. Und dann irgendwann ging es mir wirklich besser. Und dann urplötzlich, wirklich, das könnt ihr mir glauben, ich bin noch nie in meinem Leben so erschrocken auf die Schnelle, hat es bei uns vor der Straße einen Lärm gemacht. Das hat sich angehört, als ob einer da gerade, als ob ein Hund angefahren worden wäre und irgendeiner laut rumbrüllt. Und davor haben wir die Tür gehört und dann dachte ich so, oh Gott, nein, unser Hund. Nein, nicht auch noch. Ich meine, also, mein Tag läuft so schlecht und jetzt auch noch das. Nee. Und meine Mutter dachte, mein Vater wäre vor die Tür gegangen und hätte sich übelst mit irgendwem geprügelt. Und dann auf jeden Fall ist meine Mutter nach unten gegangen und zum Glück geht es unserem Hund gut, es geht meinem Vater gut. Und als wir dann dabei waren, das Paket einzupacken, hat sich dann auch endlich gelöst, was das Problem war. Wir haben einen Fuchs irgendwo im Garten. Wir haben da jetzt so einen Riesenfuchs im Garten und da sind jetzt zwei mit dem Auto, die da vor der Tür rumstehen, wie die größten Spanner und darauf warten, dass dieser Fuchs weggeht. Also, oh, ich sollte es vielleicht nicht so sagen, aber so bin ich mir in dem Moment vorgekommen, als ich dann diese Szenerie vorbeigelaufen bin. Die haben uns ja auch entgegengeschrien, so, Vorsicht, da ist ein Fuchs, ein Fuchs. Und da habe ich mir so gedacht, okay, ja. Gut, und jetzt bin ich wieder total happy und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei euch sagen, dass ich es toll finde, dass ihr da seid, weil ihr habt auch dazu beigetragen, dass es mir jetzt etwas besser geht, weil ich einfach euch die Geschichte erzählen konnte, weil ich einfach jetzt dieses Video drehen konnte und weil ich einfach jetzt was tun konnte und das ist einfach gut und jetzt daraus schöpfe ich wieder neue Kraft, um weiterzumachen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen arg kitschig, aber es ist jetzt halt so.
Gut, ich würde sagen, wir tun jetzt die Antwort von unserem Querdenker-Quiz uns holen, weil das wissen wir auch noch nicht, wie die ist. Und ich lese euch wie immer vor und dann zeige ich es euch und ihr wisst ja schon, das kennt ihr. Also, wie viele große Firmen haben bereits erkannt, dass Querdenken zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann? Also, da habe ich mich jetzt schon das zweite Mal verlesen. Folgende Frage wird daher gerne bei Einstellungsgesprächen gestellt, um die querdenkerischen Qualitäten der Bewerber zu testen. Legt zwei Hölzchen um den Hund, schaut nach links. So, und der Hund schaut nach links, vermute ich. Entschuldigt. Ja, ich zeige euch wie immer die Karte. Was da übrigens im Spiegel, was ihr da so spiegeln seht, ist übrigens mein Drucker. Es tut mir leid. Das, ja. Ja, dann schauen wir jetzt mal die Lösung. Na, hättest du es gewusst, dann steht der großen Karriere ja nichts mehr im Wege. So, und oh nein, es tut mir wirklich leid. Ja, und jetzt zeige ich euch wie immer die Lösung. Das ist nämlich die hier. Es ist wirklich gut, also ich meine, ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen, aber ich, ja, gut, so ist es jetzt so. Dann würde ich sagen, diese Querdenker-Quiz sind wirklich manchmal, ich weiß nicht, ob die querdenkerisch sind oder ob die einfach nur auf eine ganz komische, schräge Art denkend sind. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ja, ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die welt.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass ihr mehr Glück habt die nächsten Tage als ich. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was bei euch Glück gebracht hat oder was nicht. Weil ich glaube, ich kann die nächsten Tage wirklich ein bisschen Glück brauchen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss!